Weder noch. Die Vereinten Nationen sind die einzige globale Organisation, die wir haben. Und wir sind zurzeit konfrontiert mit einer Reihe globaler Probleme. Nicht nur mit Krisen in Afrika, im Nahen Osten, in Asien, sondern auch mit anderen Problemen, die kein einzelner Staat mehr alleine lösen kann. Denken Sie an übertragbare Krankheiten wie AIDS oder auch Tuberkulose, die wieder auf dem Vormarsch ist. Denken Sie an die Frage der Welternährung. Denken Sie an die Frage der sozialen Betreuung von schwachen Mitgliedern von Gesellschaften. Alle diese Probleme, die im Übrigen die UNO auf ihrer Millenniumskonferenz in 2000 angesprochen hat und im Jahre 2005 eine große Resolution gefasst hat, Millennium Plus 5, wo alle diese Probleme angesprochen worden sind. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass die UNO, die eine große stehende Konferenz ihrer Mitgliedstaaten ist, in der Lage ist, alle diese Probleme zu lösen und schon gar nicht gleichzeitig. Aber wir müssen sehen, globale Probleme erfordern globale Lösungen und globale Lösungen gibt es nur in globalen Organisationen. Und deswegen liegt es an uns, den Mitgliedstaaten, die UNO so zu stärken, dass sie ihrer globalen Verantwortung gerecht werden kann. Und in vielen Bereichen tut sie das ja auch. Ich denke, Sie beispielsweise beim Peacekeeping, also bei Friedensoperationen, an das, was 2005 beschlossen worden ist, die sogenannte Responsibility to Protect, die Verantwortung, die Menschenrechte und die Bürger zu schützen in ihren Menschenrechten. Das haben alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterschrieben und das hat die Möglichkeit eröffnet, dass die Beachtung und die Durchsetzung der Menschenrechte nicht mehr scheitern darf an der nationalen Souveränität der Mitgliedstaaten, sondern diese Aufgabe, Schutz der Menschenrechte, ist eine legitime Aufgabe und ein Recht und eine Pflicht der internationalen Staatengemeinschaft gegenüber denjenigen Regierungen, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, die Pflicht zum Schutz der Menschenrechte zu erfüllen.